So, jetzt werden wir also die Daten eintippen. Ja, für folgende Aufgabe. Das Flussbett der Donau verändert sich ständig. Die Seehöhe, Höhe über dem Meeresspiegel an einer bestimmten Stelle des Flussbetts wurde wiederholt gemessen. Die Messwerte sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Zeit seit Beginn des Jahres 1950 in Jahren, also 0 und so weiter, tippen wir also ein hier in die Tabellenkalkulation. Dann Seehöhe des Flussbettes in Meter 142, 141,7, 141,6, 141,2 und 141. Okay, wenn wir das also jetzt hier eingetippt haben, dann steht hier, die Seehöhe des Flussbetts soll in Abhängigkeit von der Zeit durch die quadratische Funktion f beschrieben werden. Stellen Sie mit Hilfe der Regressionsrechnung eine Gleichung der quadratischen Funktion auf. Okay, das heißt, ich stelle eine Gleichung auf, indem ich hier auf die Analyse drücke. Analyse zweier Variablen. Okay. So, was tut sich da? Gar nichts. Okay, schauen wir mal. Müssen wir größer machen. Analyse zweier Variablen. Achso, die muss zuerst angeklicken. Okay, sonst tut sie gar nichts. Analyse zweier Variablen. Okay, ich habe also jetzt hier die Punkte angegeben. Bei 0 haben wir also eben halt hier 142 und dann wird es immer weniger. Okay, die Gleichung, die quadratische Gleichung, hier habe ich also eingegeben Polynom und 2. Ergibt sich also aus hier y ist gleich minus 0,003x Quadrat und so weiter. Und dann habe ich hier noch berechnet symbolisch. Ermitteln Sie mit Hilfe der quadratischen Funktion f die Seehöhe des Flussbetts zu Beginn des Jahres 2010. 2010 ist wie viel weit weg von 1950? Naja, 60 Jahre. Das heißt, für x werde ich also 60 hier eintippen. Enter. Und ich kriege als y 140,73. Passt.